war nicht immer so behindert. Bis 19 Jahren war ich gesund. Dann bekam ich eine Operation eines falschen Blutgruppen. Das löst eine Hirnentzündung auf. Seitdem bin ich halbseitig gelebt. Entsprechend kann ich auch nicht so wie früher. Seit 10 Jahren bin ich mit der Volksschule verheiratet. Vor 8 Jahren bekamen wir unsere Tochter Adina. Und alle Bekannten und Verwandten haben geraten, ein Kind nicht zu bekommen. Aber ich wollte es, ja. Ich wollte gerne ein Kind haben. Adina ist vollständig ihr gesundes, normales Kind. Sie geht jetzt in die 2. Klasse. Körperliche Geburt bin ich verschwiegen. Über die Geburtsverletzung des Kleinen habe ich plötzlich Stunden und kleinische Müde fortgegeben. Meine Stimmbänder sind davon aufgetroffen. Ohne jedoch, ohne euch Schuld bin ich nicht los. Nach der Gehirnblutung konnte ich überhaupt nicht sprechen. Ich konnte wohl an einzelne Worte erinnern, aber ich konnte sie nicht aussprechen. Wie ein Kind musste ich das sprechen lernen. Mit dem Gehen war es auch genauso. Ich will alles machen, dachte ich, wie früher. Was ich mit 2 Händen gemacht habe, das muss ich mit einer Hand auch können. Und es war hart, sich an das zu gewöhnen. Mit meiner Meinung muss ich ja jeden Tag nehmen. Und es soll mir niemand glauben, dass ich mich daran gewöhnt habe. Meine besonders schwere Behinderung kann ich leider wenig im Haushalt tun und Projekt meiner Frau das meiste zu. Natürlich hilft uns Badina. Wir wollen aber keinen Druck auf sie ausüben, denn sie soll aufwachsen, wie jedes andere Kind. Kostet eine eigene Familie zu gründen. Zu Hause hatte ich das Gefühl, akzeptiert zu werden, denn meine Mutter war bemüht, mich zur Selbstständigkeit zu erziehen. Und sie und ich, wir mussten lange Zeit im Heim leben, aber das war kein Leben. Das war erlebte ich hier im Ghetto. Vollkommen isoliert und ausgewählt. Verwaltung befunden mit von dem Pflegepersonal. Das wird also gedacht, was es sollte, und eine Privatsphäre kam da gar nicht erst auf. Wir konnten uns nicht treffen und so weiter. Und draußen im Wald, das kommt uns gar nicht in Frage. Die einzige Chance, um über sich selbst zu bestimmen, aus dem Heimat
ihn zu heiraten. Ganz war nicht leicht, eine Wohnung zu finden, aber wir sind sehr froh, dass wir das geschafft haben. Alle drei Männer davon abgehört und meinten, das würde nicht gut gehen und da sind alle Schwierigkeiten vor. Ich war im Hirschgeld und der Berufsverlust mit Partnerregierung tätig und arbeitete im letzten Verhältnis der Fischerei für eine 39 Stunden. Ich musste da gleich Kodal setzen und Kanten schreiben. Und die Arbeit selber, die war so stupid und ich sah einen ganz guten Tag. Weil er als krank und krank und krank ist. Und dann 72 kommen die Kollegen bei den Gruppenvertretungen um mich werden, um der Bildungsvorstehende eine Geschäftsleitung weiterleiten zu können. Doch diese Vertretung wurde zu einer Fahrt. Sie waren von der Geschäftsleitung irgendwie abhängig und sollten die Aufgabe über die Kollegen spielen, was wir jedoch strikt abgespielt. Im September 1973 habe ich dann gekündigt, weil wir eine neue Arbeitsvertrag bekommen wollten, der für mich als Rollstuhlfahrer undiskutabel war und auch keine Verdopplung. Im Gegenteil, dann habe ich mich um verschiedene Gründungen, zum Beispiel auch im Jo, weil ich ein Buch hatte, ausführend habe, wie auch früher, schon ich gar nicht keine Arbeit, so ist es einem 50-Jährigen, der behindert ist. Seit der Martinas Geburt arbeite ich nicht mehr. Davor hatte ich als 11-Jährigen gearbeitet. In Heimen und angestellt bei Berufsförderungswerk. Und das zu wenig Geld. 2 Jahre habe ich gelernt nach meiner Behinderung. In den Heimen der inneren Mission. Eigentlich wollte ich Lehrerin werden. Vor meiner Flucht aus Westfalen war ich auf der Lehrerbildungsanstalt. Und dann kam meine Behinderung dazwischen. Behinderte wurden immer als Menschen zweiter Klasse behandelt. Aufgrund ihrer materiellen Situation waren die meisten Behinderten gezwungen, sich das Lebensnotwendigste durch Bettelei zu verdienen, wenn sie in der Tiefe zu Sklaven aufgezogen oder gleich umgebracht worden sind. In vielen Ländern gab es sogar Krüppelfabriken zur Aufzucht von Krüppelkrüppeln, die zum Betteln dressiert worden sind. Sie dienten oft adeligen Ergötzen als Hofnarren. Noch heute erfüllen die Lilliputaner im Zirkus dieselbe Funktion. Eine andere Form der Krüppelkrüppel sind die Reklame- oder Demonstrationskrüppel, die sich zum Teil noch immer auf Jahrmärkten als Monster verdingen. Generell kann der Kapitalismus mit Gruppen nichts anfangen. Behinderte, die ihre Arbeitskraft nicht verkaufen können, also nicht verwertbar sind, bleiben nach wie vor unwertig liegen und werden von der Gesellschaft ausgeschlossen.
ich habe lange in der Zeit gekämpft, eine Unfallverhandlung zu bekommen. Nach 11 Jahren meiner Ehe an Behinderung bekam ich die Enkel. Das sind jetzt bei 802 Jahren 70 Mark. Dazu kommen 252 Mark. Wegen ihrer Berufsunfähigkeit, weil ich ihr bald an dieser Welt nicht zu Hause sein möchte. Für Rolf kommt vom Sozialamt 121 Mark der Haushaltshilfe, dann 60 Mark Ernährungszulage und 270 Mark Pflege. Das sind im Ganzen 1550, die wir haben. Mit dem Geld kommen wir dann aus, wenn wir uns einschränken. Gegenüber dem Früher war das schon mehr. In den Heimen mussten wir mit 5 Mark Taschengeld im Monat auskommen. Und dazu noch Zahnpasta, Seife und so weiter nachkaufen. Behinderte seien ansteckend, gefährlich, gemein und zum Teufel besessen,
werden sie ausgesondert und in Verwahrung, Suchen, Arbeit, Nahrung und Vollhäuser gesteckt. Noch heute ist ein großer Teil aller Behinderten gezwungen, ihr Leben in abgelegenen Heimen zu fristen. Gegenüber früher, wo Behinderte mit Gewalt zur Raison gebracht wurden, haben sich die Methoden geändert. Das Verabreichen von Psychopharmaka in Heiminsassen ist eine bequemere und lautlosere Methode, für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Es ist uns oft passiert, dass Leute wegen unserer Begegnung ansprachen oder belästigten. So hat einmal ein Mädchen mir gesagt, aufgerollt sein, sehen Sie mal, der könnte ja ins Heim gehen. Oder beim Sammeln für den Behindertenclub sagte ein Frau zu mir, Geld kann ich dir ganz geben. Aber ich kann es mir sogar beten für dich. Und das rufen die Kinder oft nach. Du hast dumme Eltern, du hast dumme Eltern. Du bist zum Beispiel in der Grundschule im Park und in der Lose geschickt. Und dort ist in der Lose sehr lange auf einer Tour. Und Kuppel will niemand zu tun haben. Ich hätte mal mit jemandem gespielt und zu mir gesagt, jetzt bin ich der Erste, der so alles hat und Bescheid kann. Der Wirtschaft wird mir vom Westen nur sein und Schwanzung. Und dabei ist es doch gerade, du von der Dörfung wird unser Wirt nur sein und Wirtschaftsraum gestärkt wird. Dass wir uns mit Menschen helfen, können sie das nicht für Schwarze.